Die Jungs haben richtig coole Sachen da. Wir schauen uns das mal jetzt an, weil unter anderem steht auch der Jaguar da. Also werden bald solche coolen Autos auch auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das muss nochmal gemacht werden und das kostet richtig Kohle. Wir haben es jetzt mittags. Wir werden jetzt schnell noch was zu essen greifen und dann geht es schon zu dem Auto, was wir eigentlich schon gestern uns anschauen wollten, und zwar nämlich zum Jaguar. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten Zeit, wir brauchen aber 20 Minuten dahin. Wir müssen also jetzt irgendwie schnell unterwegs was futtern und ist der nächste Termin dran und dann geht es schon wieder weiter zum nächsten Auto. Also ihr seht, heute ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr busy Tag und wir müssen uns beeilen, weil wenn du irgendwann im Stau steckst, dann kannst du das ganze Thema hier vergessen. Dann brauchst du für eine Strecke, die normalerweise 15 bis 20 Minuten dauert, locker anderthalb Stunden. Das wollen wir nicht und deswegen machen wir uns auf den Weg. Seid dabei! Bei West Coast Classics angekommen. Die Jungs haben richtig coole Sachen da. Wir schauen uns das mal jetzt an, weil unter anderem steht auch der Jaguar da, den wir für unseren Kunden anschauen sollen. Ich wollte jetzt mal gerade einen ganz schnellen Blick reinhaschen und die haben schon coole Klassiker da. Wie die Qualität ist, das müssen wir noch schauen. Das sieht ja erstmal nicht schlecht aus, oder? Die ganzen coolen Klassiker aus den 50ern sind natürlich schön anzusehen, ne? Also schon auf jeden Fall eine coole Nummer hier. Die Jungs, das ist Henry. Say hello to Germany. Hello, everybody. Das ist das gute Stück. Um den geht's. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe gerade erfahren, dass der auch nach Deutschland geht. Also werden bald solche coolen Autos auch auf deutschen Straßen unterwegs sein. Davon haben wir schon welche, die sind aber sehr selten. Das Ding wird also wahrscheinlich auch bald da sein. Schleifspuren von der Grundierung, was natürlich absolut schlecht ist. Das Problem ist, egal wo wir messen, haben wir 1000 oder 1200 mm mindestens. Hier will er schon gar nicht mehr messen. 900, das ist unglaublich viel. Ne? 1400. Die Tür ist aus Aluminium, aber er misst es nicht. 600. Das heißt, wenn die Tür aus Aluminium ist und sie haben hier, ja, das muss so dicke Spachtel sein, dass der das hier nicht messen kann. Ne? Und er kann messen, dass es Aluminium ist, also weiß er, welches Material darunter ist. Ich muss aber dazu sagen, es hieß am Anfang, das Ding ist pristine, ne? Also wirklich top. 1200. Typische Schwachstelle sind hier die Schweller. Wenn man ganz genau schaut, dann sieht man nämlich auch, dass die Stelle schon wieder gerissen ist. Das heißt, dieser Bereich arbeitet wieder. Das ist also kein gutes Zeichen dafür, dass das wirklich gut gemacht worden ist. Auch hier, das ist alles nicht so schön, das sieht alles nicht so toll aus. Also, hier unten sieht man auch, dass die Übergänge, die Falz, dass hier arbeitet, schon wieder gerissen ist. Wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite uns das anschauen, das sind auch leider die ganzen Schweller, die haben gearbeitet, hier gibt es Risse. Das ist eigentlich das gleiche wie auf der anderen Seite. Das ist keine sehr, sehr gute Restaurierung, zumal auch hier zu sehen ist, wie der Spachtel dann gerissen ist, beziehungsweise eher die Nut einfach übergespachtelt wurde und damit verliert das Auto so die Struktur beziehungsweise die Linienführung. Das ist natürlich nicht so, wie es sein sollte, überhaupt nicht. Ich denke, wir werden unseren Kunden davon abraten, weil das Auto, das wird ihn auch definitiv nicht glücklich machen. Also die Lackierung sieht einigermaßen ordentlich aus, ist aber miserabel, weil du siehst den Schliff auf der Grundierung. Der Lack hat sich gesetzt, der hat viele Strukturen, das sieht auch nicht schön aus. Wir gucken uns den einfach nochmal weiter an. Aber von der Karosseriearbeit her ist das, da kann sich viel im Argen verbergen. Ich würde das Auto nicht einen Blender nennen, wir haben es noch nicht laufen hören. Aber karosserietechnisch ist das hier eine große Mogelpackung. So würde ich das zumindest beschreiben.
Das will ich nicht auf den Händler zwangsläufig zurückführen, vielleicht weiß ich das auch nicht besser. Aber das, was wir hier haben, das muss nochmal gemacht werden und das kostet richtig Kohle. Und das ist ja nicht das, was der Kunde will. Der Kunde will da einsteigen und losfahren, Spaß haben. All right. Thank you for your time. I will get in touch with Peter and I will let you know what to do, what I will tell my customer. So we will stay in touch. Okay. Thank you for your time. You have a good day. All right. Schwierig. Also ich werde meinem Kunden davon abraten. Das ist nicht das Auto, was er haben möchte. Wir haben hier das Problem, dass die Karosserie einfach wirklich viel, viel Spachtel hat. Also nicht nur viel, sondern wirklich sehr viel. Da muss ich mit dem Kunden sprechen, fragen, was er davon hält, ob er damit leben kann. Aber das, was wir messen konnten, und deswegen ist das auch immer gut, dass wir die Tools dabei haben, das, was wir messen konnten, ist wirklich sehr, sehr viel. Ne? Von daher, wir werden mal jetzt schauen, was bei rumkommt. Ich werde die Bilder jetzt sofort nach Deutschland schicken. Es ist jetzt abends in Deutschland, das heißt, der kann sich das in Ruhe anschauen, kann morgen vielleicht schon wieder ein Feedback geben und dann werden wir mal sehen, was er dazu sagt. Weiter geht's, wir müssen nämlich 2 Stunden südlich von LA. Zwei Autos sollen wir uns laut Plan heute noch anschauen. Das wird ein Jaguar sein und das wird am Abend ein Mercedes sein. Wie das dann am Ende wird, wissen wir immer nicht. Das kann sich ja von 5 Minuten komplett ändern. Wir haben heute leider nicht so viel geschafft, wie wir wollten. Ein Auto ist uns vor der Nase abhanden gekommen, beziehungsweise wurde vom Konkurrenten gekauft. Auch das gehört zum Business. Wir konnten uns aber für ein Kundenfahrzeug anschauen. Das war, glaube ich, ganz erfolgreich. Wir werden sehen, was der Kunde jetzt sagt. Wir haben ihn jetzt die Bilder rüber geschickt. Das wird nochmal auf jeden Fall ganz spannend. Vielleicht entwickelt sich da auch noch ein Geschäft. Ich würde dem Kunden zwar vom Auto abraten, aber wir werden sehen. Zum Ausklingen sind wir jetzt hierher gekommen und ich finde, der Ausblick, der entschädigt einfach alles und ich bin sehr gerne hier, ich kann hier echt Stunden verbringen. Die Aussicht ist einfach phänomenal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und teilt das Video und ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder dabei habe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.